KPT steht häufig auf den Nummernschildern griechischer Autos. Kommunistische Partei Deutschlands, Partita Comunistica Tedesca. Die Vorstellung der Aufklärung, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Die kommunistische Idee, die leider gescheitert ist, ist eigentlich eine homosexuelle Phantasmatik. Es verhindert dieser prophylaktische Neid, die erste der Kardinalsünden, die alle beschäftigt. Dieses prophylaktische Verschließen mit Wachspfropfen vor der Konkurrenz des anderen, den Zugang zum Adyton, diese Optimaldominanzwettkämpfe, die zu prophylaktischen Vergleich, Neid, Schwanzvergleich, Wettkämpfen führt und in diesen Auswahlselektionskämpfen dem anderen nichts gönnt, nicht mal das uniformierte, gleichgestellte Selbst. Solange diese Auswahlselektionen des Optimalbesten im Darwinismus und im Sozialdarwinismus herrschen, kann es nicht zur kommunistischen Idee einer Brüderlichkeit kommen. Diese resultiert wahrscheinlich eben aus dem homosexuellen Begehren schon bei Christus, von dem Sloterdijk sagt, dass dieser gleich in die Wohngemeinschaft mit dem göttlichen Vater einziehen wollte, um den imaginären leiblichen Vater zu denunzieren, abzuwerten, ihn zu verachten, ihm sein impotentes Unvermögen im Hinblick auf das Begehren der Mutter zu kontrastieren, um damit zu beweisen, dass er, so wie die Hysterikerin, auch der bessere Phallus der Allgöttlichen ist, in Verleugnung der Kastration der Mutter, in Verleugnung des Begehrens der Mutter, im Sinne der Akzentuierung, dass der Allphallus auf Seiten der Abgöttlichen immer schon gelegen war und nicht abgeschnitten werden kann, denn wo nichts abzuschneiden ist, kann auch nichts mangeln. Diese Vorstellung also der Gleichheit untergleichen, Christus, der in die Wohngemeinschaft mit dem Allgöttlichen, das eigentlich eine Allgöttliche ist, Maria über den Sternen ziehen möchte, oder auch die kommunistische Idee der Gleichen unter Brüdern, unter gleichgesinnten Waffen, Genossenschaften, Spartaner, Olympioniken im Vergleichskampf ihrer Kräfte der griechischen Liebe, die sich nicht auf die Weibchen richtet, nicht auf das Objekt, nicht auf das romantische Objekt des Minnesängers, sondern auf das Lieben selbst, auf das Handeln, auf die Passage an Akt. Das ist es, was die Idee einer gleichgerechten, brüderlichen Gesellschaft unmöglich macht. Vielleicht konnten nur die Neandertaler das noch verwirklichen, aber die hatten ja auch ein größeres Gehirn und wurden keineswegs vom Homo sapiens, sapiens, wie er sich selber schimpft, ausgerottet, sondern vom Ausbruch der Caldera bei Neapel 38.000 BC. Aber wahrscheinlich konnten die das auch nur verwirklichen, wie Affenorden das praktizieren, die in der Kleinhorde gemeinsam den Nachwuchs aufziehen und sich um paternale Filiationsfragen der Genealogie keine Sorgen machen, sondern
die Weibchen je nach ihrem Gusto so teilen wie die Bororo, nämlich dass jedes Weibchen sich jedes Jahr im Frühling einen neuen Frühlingskönig aussucht und die Abzweige dann gemeinsam hochgepäppelt werden. Mit geringeren Eifersuchtszwischenfällen als im genealogischen Paternalismus.